Die CANDOR-Studie ist eine randomisierte Phase-3-Studie, die in einer 2:1 Randomisation die Kombination aus Daratumumab als Anti-CD38-Antikörper in Kombination mit dem Proteasom-Inhibitor der nächsten Generation Carfilzomib und Dexamethason verglichen hat mit der Standardtherapie aus Carfilzomib und Dexamethason. Und mehr als 450 Patienten sind in diese Studie eingeschlossen worden, die als primären Endpunkt dann auf das progressionsfreie Überleben geschaut hat, also die Zeit bis zum Rezidiv. Und was die Studie zeigt, ist, dass die Dreierkombination aus Daratumumab, Carfilzomib und Dexamethason diese Zeit signifikant verlängert, das mediane PFS ist nicht erreicht und ist im Standardarm liegt so etwa bei 16 Monaten, was auch erwartet war, so dass wir hier jetzt durch diese Studie eine neue Standardtherapie gesetzt haben. Ich denke, dass die Kombination aus Daratumumab, Carfilzomib und Dexamethason ganz schnell zum neuen Standard wird, denn immer mehr Patienten in Europa, immer mehr Patienten in Deutschland werden mit Lenalidomid in der ersten Therapielinie behandelt, ganz unabhängig davon, ob sie eine Transplantation erhalten oder eben nicht. Und so, dass wir das Lenalidomid ganz vorne einsetzen und wir brauchen ganz effektive Therapien in der zweiten Therapielinie, in der dritten Therapielinie. Und da wird das ein neuer Standard und ganz wichtiger Standard sein. Die Lebensqualität in der CANDOR-Studie wird separat ausgewertet werden. Was wir bislang wissen, ist, dass sie gut war in beiden Armen und die Addition von Daratumumab das Ganze nicht verschlechtert hat. Carfilzomib ist immer etwas schwierig mit der zweimal wöchentlichen intravenösen Applikation, aber ein ganz, ganz wichtiges Therapieprinzip. Wir arbeiten alle dran, dass wir das vielleicht auf einmal wöchentlich umstellen können. Das ist in den USA schon zugelassen, in Europa nicht. Dahin gehen aber die Bestrebungen. Wir haben sehr viele Möglichkeiten heutzutage im Rezidiv das Myelom zu behandeln und das ist gut so, denn Patienten kommen in ganz unterschiedlichen Situationen in die Rezidivbehandlung. Wir gucken sehr genau, was hatten die Patienten in der ersten Therapielinie, wie haben sie das vertragen, wie haben sie angesprochen. Dann spielt aber auch eine Rolle, wie ist die Lebenssituation, was möchte auch der Patient erreichen mit seiner Erkrankung, wie sehen wir mögliche Nebenwirkungen, welche Begleiterkrankungen hat der Patient. Das heißt, es ist wirklich eine individuelle Entscheidung am Patienten. Und um das Bestmögliche für unsere Patienten auszuwählen, müssen wir den Überblick über die Daten haben, müssen das Wissen darüber haben und müssen dann gemeinsam mit dem Patienten entscheiden, welche Therapie wir auswählen. Und deswegen ist es gut, so viele Alternativen zu haben. Wir haben jetzt viele neue Kombinationen und auch wenn wir in Europa eine einzelne Arzneimittelbehörde haben, die EMA, lassen die Länder unterschiedlich zu. Das hängt auch viel an Preisverhandlungen. Und in Deutschland sind wir in der günstigen Situation, dass wir mit dem Tag der Zulassung die Medikamente sofort einsetzen dürfen und die Nutzenbewertung und Preisverhandlungen parallel läuft. In anderen europäischen Ländern ist das nicht so. Unsere Bestrebungen als behandelnde Ärzte, als Experten gehen immer dahin, dass wir die wichtigen Innovationen so rasch wie möglich für unsere Patienten verfügbar machen möchten.